Schaut's mal, wie fad. Schaut's mal, wie cool. Das ist unser neues Aerosmith. Ich präsentiere die erste Limited Edition diesen Jahres. Gibt's in der Classic-Variante, aber auch in der Kukla Plus-Variante. Und ist ein volles Coworking-Ergebnis, weil die Nina hat den Namen gefunden, danke Nina. Und die Elena hat vor einem Jahr im Lockdown die Idee gehabt, ich meine diese Kuckler-Pfeile auf dem Kuckler drauf, mit beige und, oder so einem gebrochenen Weiß und Grau auf der Innenseite, muss doch mega cool ausschauen. Danke Elena für die geniale Idee. Ein Jahr später haben wir es jetzt tatsächlich und es kann rausgehen sozusagen in die Welt. Der Druck ist ganz, ganz hochwertig, das heißt die Pfeile verändern sich weder beim Waschen noch wenn sie unter Zug sind, also die Farbe geht ganz tief ins Material rein. Material übrigens ist über 90% Baumwolle und der Rest Elastan. Und zwei Sachen noch, die ich noch euch sagen möchte. Und zwar erstens, es wird Bindegürtel in der Standard- und in der Plus-Variante davon geben. Allerdings noch nicht jetzt, also ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Stay tuned, sozusagen. Und die zweite coole Information, dieses Kuckler Aerosmith kommt erstmalig mit einem Spezialclip, nämlich mit Schwarz-Matt. 35 mm bei beiden, ja, also beim Kuckler und bei der Kuckler Plus Variante mit dem 35 mm Clip. Genau, und falls ihr euch jetzt denkt, wow, diese Pfeile sind mir zu viel, was ich mir nicht vorstellen kann, weil das ist einfach ein mega Ding, dann könnt ihr, wie ihr wisst, bei Kuckler gibt es kein richtig und kein falsch, sondern ein Dreh um und dann ist es außen so ein bisschen ruhiger. Fast wie bei so einem Trenchcoat, wo du innen das Karo hast, das ist es bei uns, also das ist der Burberry-Muster, ist bei uns der Kuckler, Kuckler-Pfeile. Und dann kann man es natürlich auch so tragen, dass das nur unten so rausblitzt, was ich ziemlich cool finde. So wenn ich zum Beispiel, ja, ich sag's euch so, passiert das wirklich in meinem Leben, das da jetzt gerade einfach sehr geil finde, dann nehme ich da den Clip, mache ihn ganz lang, gehe rundherum und bringe ihn hier an. Schaut mal. Und schon habe ich mal wieder was Neues entwickelt. Diese Falte mag ich jetzt zum Beispiel nicht, da lege ich die noch so schön her. Und dann ist das ein neuer Look mit unserem Aerosmith. Was sagt ihr? Bye bye!